Wir kennen das alle. Manchmal macht man einfach einen Fehlkauf. So zum Beispiel kauft man sich irgendein schönes Sommerkleid, probiert es vielleicht an. In der Umkleidekabine denkt man sich schon, wann werde ich das jemals tragen? Dann sieht man das Preisschild. Auf 10 Euro reduziert? Dann nimmt man es mit. Der Sommer ist vorbei. Man sieht dieses Kleid in seinem Kleiderschrank und denkt sich, warum habe ich das gekauft? Absoluter Fehlkauf. Letztens habe ich mir ein Gesichtsöl gekauft. Ich dachte mir, ich gönne mir mal was. Das ist ein ganz toller Inhaltsstoff. Es ist komplett natürlich, dieses Öl. Ich sagte, ja, das nehme ich. Ich habe natürlich den Fehler gemacht und nicht vorher gefragt, was es kostet. 100 Dollar! Und ihr möchtet sagen, das ist ja so ein Riesenpacken? Nee, das ist so ein kleines Öl. Ich muss sagen, es ist gut, aber ich hatte schon bessere Öle für weniger Geld. Und jeder Tropfen, den ich mir da drauf tropfe, ist so 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Das macht mich nicht glücklich. Manchmal gibt es aber auch Fehlkäufe, die nicht 10 Euro oder 100 Euro teuer sind, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr als 100.000 Euro. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll, aber es ist jetzt schon ein paar Monate her. Der Schock hat sich gelegt. Mein Herz ist wieder verheilt. Die Wunde ist nicht mehr offen. Deswegen wollte ich euch heute erzählen, warum ich mir einen Tesla gekauft habe, den eine Woche hatte und ihn dann wieder zurückgegeben habe. Jetzt wird gemeckert, denn heute ist der Meckermontag. Mirellas Meckermontag, da darf man das. Hashtag Memo. Um euch aber die ganze Geschichte erzählen zu können, muss ich ein wenig ausholen. Wir befinden uns im Jahr 2018 im Oktober. Dort hat diese ganze Tesla-Geschichte nämlich ihren Lauf genommen. Letztes Jahr war ein gutes finanzielles Jahr für mich. Es lief gut, ich habe viel gearbeitet und ich dachte mir, komm, da belohnst du dich mal. Und wie macht man das heutzutage? Natürlich sich mit materiellen Sachen belohnen, die man eigentlich nicht braucht. Wir kennen es aber alle. Falls ihr darüber hinweg seid und euch nicht mehr Materielles kauft, um irgendwelche innere Leere zu füllen, good for you. Du bist mein größtes Vorbild. Ich bin natürlich nicht mit Koffern voll Geld in den Tesla-Laden reingelaufen und habe gesagt, hier, ich möchte einen Tesla kaufen, ich bezahle bar auf einmal, kein Problem. Nein, ich habe mir gedacht, ich zahle halt einen gewissen Teil an und den Rest finanziere ich mir so in 3 Jahren dann runter. Spare dann noch Geld, dass ich den Restbatzen bezahlen kann. Denn so ein Tesla kostet sehr, sehr viel Geld. Mirella hat sich natürlich auch nicht den günstigen kleinen Tesla gekauft, sondern als ich Kind war und ich mich als Erwachsenen gesehen habe, dann habe ich mir immer gedacht, Mirella, irgendwann wirst du natürlich in einem dicken Auto fahren. In einem SUV steigst du aus, wirst du rumfahren. Und das war mein Lebenstraum. Und das ist auch das große Problem, was, glaube ich, vor allem wir Deutschen haben, dass wir unser Auto als etwas sehr Emotionales sehen. Ich sage dazu, das ist ein Problem, weil wenn wir uns den Klimawandel anschauen und Nachhaltigkeit anschauen, ist es nicht nachhaltig, dass jeder Deutsche ein eigenes Auto besitzt, wo 6 Personen im Idealfall noch reinpassen, die aber eigentlich immer nur alleine damit rumfahren. Das ist mir völlig bewusst und ich weiß auch, dass ein Elektroauto an sich nicht die Welt retten wird. Das müsst ihr jetzt aber in dieser Geschichte ein bisschen hinten anstellen, weil es geht gerade um eine sehr irrationale Entscheidung, die ich euch irgendwie versuche zu erklären. Ja, und es war so ein bisschen das Ding, so ich muss mich jetzt beweisen und ich kaufe mir das jetzt und ich bin eine Independent Woman und ich verdiene mein Geld und yeah. Total blöd. Ich weiß, ich muss mich nicht über Statussymbole definieren, aber in dem Moment musste ich das anscheinend schon. Und wir alle können uns, glaube ich, auch nicht immer davon freisprechen. Dann bin ich eben im Oktober in den Tesla-Laden spaziert, habe mir das mal angeguckt und habe dann online auch noch gesehen, es gibt ja diese Supercharger, wo man eben schnell sein Auto aufladen kann, sein Tesla. Und da gab es noch bis Sonntag, dass man lebenslang umsonst dort seinen Tesla aufladen kann. Wenn man bis Sonntag noch so ein Auto kauft. Nächsten Tag bin ich wieder in den Tesla-Laden gegangen, habe mich weiter umgeguckt, habe dann das Model X ein bisschen genauer angeschaut. Und das hat ja diese Flügeltüren, ne? Diese Batman-coolen, ich weiß nicht, ob es irgendwas mit Batman zu tun hat, aber diese Badass-Flügeltüren. Die sind halt immer offen, diese Flügeltüren. Und da ist so ein Knopf und ich drücke den halt, weil ich halt auch mal gucken will, wie das aussieht, wenn die Flügeltüren zu sind. Ich fahre ja nicht die ganze Zeit mit offenen Türen rum. Und das funktioniert nicht, dann gehe ich zu einem Mitarbeiter und fragst, so kann ich die mal, können wir das mal runterfahren, damit ich sehen kann. Er sagt, nee, leider nicht. Das ist ja jetzt gerade im Showroom-Mode. Da kann man die Türen nicht zusammenfahren. Und dann nicht so, okay, aber sie können das doch bestimmt einstellen, dass sie es einmal machen können, weil ich würde es mir halt echt gerne mal angucken. Nee, das geht in dem Showroom-Mode, das geht leider gar nicht. Ich so, okay, naja, wenn ich mir den kauf, hoffe ich mal, dass es dann funktioniert, ne? Und war so, so ein bisschen so eine unangenehme Situation. Er war einfach sehr unfreundlich, der Mitarbeiter, beziehungsweise hat mich nicht ernst genommen, wollte mir nicht helfen. Naja, so ist das halt. Ich dachte mir, ich gucke mir das dann eh online nochmal an. Ich meine, ich bin auch aus dem Laden raus und bin später nochmal dran vorbeigelaufen, gucke rein und sehe, wie diese Türen gerade runterfahren. Diese Flügeltüren, die ja nicht runtergehen, weil die im Showroom-Mode sind, gehen plötzlich runter. Weil, wer war natürlich da?
ältere Leute, die nach mehr Geld aussehen, weil sie einfach nur älter sind und mehr Zeit hatten, wahrscheinlich Geld zu sparen. Ich weiß es nicht. Das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, Kundenservice funktioniert ganz super. Nur weil ich eine junge Frau bin, werde ich schon mal nicht ernst genommen. Kommen aber ältere Leute rein, gehen diese Flügeltüren auf und zu. Bis sie stecken bleiben quasi. Dann habe ich natürlich schon so einen Hals bekommen, war schon kurz davor, eine schlechte Google-Bewertung zu schreiben. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Habe ich dann aber nicht gemacht, sondern gedacht, aus Wut, jetzt kaufe ich mir denn das Recht. Natürlich, ganz logische Schlussfolgerung, die kann jeder von euch jetzt auch nachvollziehen. Ich habe das Ganze natürlich auch mit kühlem Kopf ganz, ganz oft durchgerechnet gehabt. Also wirklich extrem oft. Und kann ich mir das leisten, jeden Monat diese Finanzierungsrate zu zahlen, bla bla bla. Aber innen drin war immer so ein beklemmendes, ungutes Gefühl, also einfach ein Bauchgefühl, was nicht so mit den Zahlen übereingestimmt hat. Hab dann aber mich eben kurzfristig entschieden, ich muss diese Lifetime Free Supercharging muss ich mitnehmen und bis Sonntag bestellen. Hab ihn dann bestellt, das war wie gesagt, glaube ich, Oktober. Hab mir dann als Liefertermin den Februar ausgesucht. Es vergehen also einige Monate, es ist Februar. Natürlich kommt der Tesla nicht im Februar, sondern ich habe ihn dann im März endlich ausgeliefert bekommen. Februar ist auch ein kurzer Monat, ne? Das kann man, also der ist so schnell vorbei, dann ist schon wieder März. Dieses komische Gefühl ist besser geworden, aber es hat mich nicht so ganz verlassen. Dann bin ich eben zur Abholung gegangen ins Service Center in Düsseldorf. Da war ich pünktlich da, hab mich mega gefreut, war mit einer männlichen Begleitperson da und habe schon von Anfang an gemerkt, also ich wurde eher so ein bisschen ignoriert und so, es wurde eher mit dem Mann gesprochen. Hallo, ich bin diejenige, die das Tesla gekauft hat und ich habe gerade auch nochmal nachgefragt, ob das nur was ist, was ich so empfunden habe oder ob das für den anderen Part auch so war. Das ist nicht nur meine subjektive Empfindung, sondern das war einfach so. Und top kommt dann noch, dass ich tatsächlich 40 Minuten dann warten musste, bis ich dann meinen Tesla bekommen habe, die Einführung in den Tesla bekommen habe. Der war super nett, der Mann, der uns alles gezeigt hat und so. Aber ich dachte auch so, okay, du zahlst gerade 130.000 Euro fast für ein Auto und musst 40 Minuten warten, sitzt in einem ganz komischen Raum, wo die ganze Zeit auch so ein Typ, der war so weird, der ist die ganze Zeit lauthals telefonierend rumgelaufen und war so, gut, wir machen das jetzt so. Und dann ist er so rausgegangen in einen anderen Raum, als ob er so irgendwie so Top-Secret-Deals die ganze Zeit am machen. Das ist so super wichtig. Das war schon sehr unangenehm. Dann war es endlich soweit, ich durfte den Tesla mitnehmen. Und dann hatte ich eine Woche, die wundervoll war mit meinem Tesla. Ich habe natürlich gleich Bilder gemacht. Hier kann ich dir auch zeigen. Habe ich all meinen Freunden geschickt. Also meinen engsten Freunden und meiner Familie. So, die wissen nicht mal alle diese Geschichte, weil mir die so peinlich eigentlich ist. Aber ich habe viel draus gelernt. Ich hatte auch voll das coole Kennzeichen. Stand quasi da K-Buy, was so cool ist. Fährst du mit dem Tesla und bist so K-Buy. Und dann hatte ich den und ich glaube so nach 3-4 Tagen höre ich so, hast du schon die Nachrichten gelesen? Ich so, nee, was ist passiert? Tesla hat gesagt, dass die jetzt nur noch auf Onlinehandel gehen wollen und quasi alle Läden in der Innenstadt schließen wollen und dadurch halt eine Menge Geld an Personal und Mieten und sowas einsparen können und dadurch die Preise jetzt gesenkt haben. Und ich gucke auf die Tesla-Website und die Preise sind über Nacht für den Neuwagen bei dem Model X um über 20% gesunken, also von ungefähr 120.000 auf knapp unter 100.000 Euro. Das heißt, ich hatte über Nacht 20.000 Euro direkt verloren. Man weiß ja eh, wenn man sich einen Neuwagen kauft und den vom Hof fährt, dass der quasi sofort an Wert verliert. Aber dazu kam nochmal on top, dass jetzt ein Neuwagen plötzlich viel weniger Geld kostet. 3 Tage oder 4 Tage, nachdem ich meinen abgeholt hatte. So, also Tesla-Preise sind gesunken, meine Stimmung auch gesunken. Ich war den ganzen Tag so unfassbar sauer. Ich war nicht nur sauer auf Tesla, ich war sauer auf mich. Ich war sauer auf die Person, die mir die Nachricht verbreitet hat. So, wie kannst du das mir nur sagen? Ich wollte mich gerade gefreut über meinen Tesla. Jetzt bin ich so sauer. Ich will ihn nicht mehr haben. Ich direkt gegoogelt, was kann ich machen? Aber auch gleichzeitig so, ich kann ihn jetzt nicht wieder zurückgeben. Was denken die denn? Mein Stolz? Bla bla bla. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwelche Schuhe kaufen oder ein Kleid oder, weiß ich nicht, ein Glätteisen oder was weiß ich. Und dann haben wir das gekauft und 2 Tage später siehst du so, okay, es ist im Sale, ist 20% reduziert. Ja, kacke. Ärgert man sich. Aber ich glaube, es ist selten, dass es einfach so mehrere 10.000 Euro sind, die man über Nacht verliert. Das kann doch nicht sein. Ich war natürlich komplett überfordert mit der gesamten Situation. Hätte am liebsten gesagt, ich bin raus aus der Sache. Mir scheißegal. Ich wandere aus. Ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen. Ich bin jetzt unglücklich für den Rest meines Lebens. Weil das Beschissene ist am Erwachsenwerden, dass man einfach solche Sachen selber in die Hand nehmen muss und selber regeln muss. Und es kommt kein weißer Ritter,
der einem alle Aufgaben und alle Steuererklärungen und alle Sachen mit dem Finanzamt und mit den Versicherungen abnimmt, sondern man muss am Ende des Tages das leider, leider selber machen. Ich wünschte, es wäre anders. Deswegen habe ich dann einen Widerruf eingelegt. Ich habe einen Brief geschrieben, das per E-Mail auch verschickt. Und mir war das natürlich super unangenehm. Mir war das super peinlich. Okay, jetzt ist die junge Frau, kann sich's doch nicht mehr leisten, denken die sich jetzt. Und oh, warum wusste die das dann nicht vorher? Blablabla. Also viel zu viel drüber nachgedacht, was andere Leute drüber denken. Aber wisst ihr, was halt wirklich peinlich gewesen wäre? Wenn ich mich getraut hätte, für mich irgendwie einzustehen und einfach den zu behalten, um nichts zu sagen. Das wäre peinlich. Jahrelang diese Schmach mit mir rumtragen. Immer wenn ich dieses Auto so sehe, ist es so. Und ab dem Moment wurde ich plötzlich auch sehr ernst genommen. Ich wurde sofort angerufen, wo ich teilweise auf dem Weg zum Tesla hin sehr Probleme hatte, Leute telefonisch zu erreichen. Wurde innerhalb von Sekunden wurde ich angerufen. Ich habe dann auch ganz ehrlich gesagt, der Grund ist einfach, dass die Preise um 20% oder mehr über Nacht gefallen sind. Das ist für mich dann keine sinnvolle Investition. Ein Auto ist eh keine Investition, weil es verliert extrem an Wert. So, du hast nie bei einem Auto eine Wertsteigerung, außer es ist irgendwie ein Oldtimer, den du aufbereitest, blablabla. Aber es ist trotzdem einfach herausgeschmissenes Geld. Ja, und dann habe ich den eben zurückgebracht wieder in dem Service Center. Da hatte ich Gott sei Dank auch so Schiss, da selber hinzugehen und das denen so zu erklären und zu sagen, hier ist mein Tesla, ich möchte den jetzt wieder zurückgeben. Wie das mit dem Widerrufsrecht und so ist, könnt ihr einfach mal googeln. Also man hat eigentlich immer ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Und der Typ war Gott sei Dank sehr, sehr nett. Der hat mich auch gefragt, so, darf ich fragen? Also, der war wirklich sehr respektvoll. Darf ich fragen, warum sie den denn zurückgeben möchten? Hat er keinen Spaß gemacht? Und ich nur so, nee, Spaß hat er viel gemacht. Aber Preise sind halt vor 3 Tagen um 20% oder mehr gesunken und das sehe ich halt nicht ein. Und er war so, ja okay, das kann ich verstehen. Und hat dann alle Papiere und so fertig gemacht und dann habe ich ihn wieder abgegeben und habe gesagt, hey, bye Tesla! Es war ein schönes Auto. Diese Flügeltüren sind super cool. Ich bin auch immer, wenn ich gefahren bin und geparkt habe, habe ich dann die Flügeltüren aufgemacht und bin hinten ausgestiegen, einfach nur um cooler zu sein. Habe ich nicht gemacht. Aber könnte man machen. Und an sich brauche ich halt, also was ich halt mittlerweile, Monate später auch gelernt habe, ich keine Großfamilie. So, Elon Musk hat das für seine 15.000 Kinder gemacht. Ich habe aber nur Clarissa und Jürgen. Und Jürgen fährt sowieso kein Auto und Clarissa auch nicht oft. Und es sind halt auch Tiere. Also no offense, guys. Ich bin aber ehrlich gesagt ziemlich stolz auf mich, dass ich das dann doch selbst in die Hand genommen habe und selbst geregelt habe. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Zum einen, dass Tesla für mich aktuell keine Option ist. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dass mir nochmal sowas passiert. Das habe ich noch nie erlebt, dass über Nacht so Preise so extrem schwanken können. Und an sich ist es eh besser, wenn man kein Auto hat. Ich weiß, Leute, es ist am besten, mit dem Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu gehen, sonst auch vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen. Ich weiß das. Das braucht ihr mir nicht sagen. Aber wir haben halt hier auch ein bisschen ein Problem, dass Auto für uns auch irgendwie teilweise was sehr Wichtiges ist, was sehr Emotionales ist. Und man das auch nicht so von heute auf morgen immer ändern kann. So gibt es Leute, die nicht von heute auf morgen aufhören können, Fleisch zu essen. Was das Auto für die Deutschen ist, ist das der Käse für die Vegetarier. Wisst ihr, was ich meine? Immer wenn ich Vegetarier sage, weißt du, warum ich nicht vegan sein könnte? Weißt du, jetzt pass auf. Und ich immer nur so, ja, es ist der Käse. Und sagt, es ist der Käse. Ich so, no shit, es war der Käse. Ich weiß. Also es ist nicht immer so einfach, alles so perfekt zu machen. Hat aber eine gute Story für ein Video gemacht, auch für meine Freunde. Viele kennen diese Story, glaube ich, noch gar nicht, weil es mir wirklich so unangenehm ist. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, so über so viel Geld zu sprechen. Vielleicht habt ihr mich jetzt in einem ganz anderen, oh mein Gott, sie hat sich mein Tesla gekauft. Ja, aber jeder Hans Wurst kann sich eigentlich jedes Auto kaufen. Du musst dann halt nur sehr lange, sehr hohe Raten zahlen. So, das heißt, so eine dicke Karre zu haben, sagt im ersten Moment erstmal gar nichts darüber aus, was für einen Status irgendwer hat. Und an sich sollte man eh sich nicht an Statussymbolen seinen eigenen Wert festmachen. I know that. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Fehlkauf war. Ich bin gespannt, ob ihr mit dem Tesla mithalten könnt. Vielleicht ist es auch ein Gesichtsöl oder ein Kleid. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schickt es gerne an eure Freunde, die sich auch mal einen Tesla kaufen wollen. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration. Liebe Grüße an wen auch immer. Tschüss.